Hallo Leute, hier ist wieder Exin Squad mit Fallout 3. Wir finden uns immer noch im Jefferson Memorial. Und in der letzten Folge forderte die Enklave unseren Vater dazu auf, ihm die komplette Gewalt über das Projekt Purity zu übertragen. Alle Ergebnisse und natürlich auch die Nutzung der Anlage. Unser Vater hingegen hat eine Überlastung des Systems verursacht, was dazu führte, dass, naja, im Kern der Anlage etwas explodiert ist. Er hat die Schleuse verriegelt und nun legen er, die Soldaten der Enklave und der Colonel, glaube ich, war es, dort drin in einer extrem hohen Strahlung. Und ja, uns bleibt nichts weiter als die Flucht. Ah, hier. Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Wohin jetzt? Dieser Tunnel führt in die Zitadelle, die Festung der Stählernen Bruderschaft. Dort sind wir wahrscheinlich in Sicherheit, falls wir es schaffen. Okay, also die Stellen der Bruderschaft und die Enklave sind doch zwei Paar Schuhe. Okay. Was ist da vorne? Sie wirken nervös. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf wir da vorne stoßen werden. Das ist das Problem. Diese Tunnels werden schon lange nicht mehr benutzt. Aber wir können nicht hierbleiben. Die Enklave wird uns irgendwann finden. Wir müssen weiter. Haben Sie einen Plan? Wir müssen zusammenbleiben und zusehen, den Tunnel so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Wir sind erst sicher, wenn wir das andere Ende erreicht haben. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Wir bleiben dicht hinter Ihnen. In Ordnung. Weiter geht's. Mir nach. Ach nee, Moment. Warten Sie hier. Ich schaue mich mal um. Sind Sie sicher? Ich will nicht zu lange am gleichen Ort bleiben. Verständlich. Sollten hier Todeskrallen oder ähnliches warten, will ich niemanden in den Tod schicken. Nicht schon wieder. Ach ja. Das Ding gehörte auch zu. Ach, stimmt. Wir haben ja noch eine Person, die wir bisher noch nicht antreffen konnten. Unseren werten, selbsternannten Präsidenten. Klave, die Stimme Amerikas. Hallo, wunderschönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und es ist an der Zeit. Zurück. Halt die Klappe. Das dachte ich mir fast. Diese guten Männer und Frauen unter dem Befehl des tüchtigen Colonel Augustus Autumn haben eine Mission: Amerika Frieden und Ordnung wiederzubringen. Aber erstmal gründlich umschauen. Ich präsentiere allen Amerikanern Colonel Augustus Autumn. Okay. Sehr, sehr viel Strahlung, sehr, sehr viel Müll. Mittlerweile sind sie in ihren Städten und Siedlungen den Enklaventruppen begegnet. Wenn sie die der Vereinigten Staaten. Scheißegal, ob ich da jetzt Schaden nehme. Den Schaden kann ich ausgleichen, ich habe genug Stimpacks. Aber durch diese Roboter weiß die Enklave sofort, was los ist. Hochwassertürsteuerung. Okay. Dann machen wir mal. Oh, Scheibenkleister. Okay, Conversation. Wow. Okay. Das nenne ich einen kritischen Erfolg. Hochwasser. Selektiver Zutritt. Zutritt nur für. Ach so, ja. Hochwassertür deaktivieren. Ich überlege nur gerade, komme ich bei den beiden irgendwie da nach oben? Da ist keine Treppe. Da ist keine. Nur dieser Gang da oben drüber.
Ah ja, ich muss da aus der zur anderen Seite rüberschleichen. Ich sehe schon. Der Kerl, die da oben warten nur. Okay. Schleichen wir mal hier rum. Naja. Einfach irgendwelche Leute erledigt. Ich hätte gern. Danke. Ja, das war für Schleichen, ne? Hm. Egal. Wen haben die da gerade getötet? Wer war das? Jetzt ist uns doch einer nachgelaufen. Ah! Ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen zurückbleiben. Ziel noch immer nicht in Sicht. Noch immer keine Ziele in Sicht. Kein Zugang. Da nicht hoch. Was machen die hier? Was gibt's? Sind Sie sicher? Nein, ich bin nicht sicher. Wobei ich mir sicher bin, ist die Tatsache, dass ihr an einem Ort bleiben sollt und mir nicht nachlaufen. Weil ihr alle draufgehen werdet. Haben wir den ersten schon verloren. Aber von der Enklave haben wir wenigstens auch schon jemanden erledigt. Kommt mal her, Igule. Noch einer. Ich bin nur so langsam auf das Finale des Spiels gespannt. Bin so langsam echt gespannt, was das Finale des Spiels sein wird. Beziehungsweise wer der finale Gegner sein wird. Und was mich gerade auch interessieren würde, ist, wo dieses vermaledeite Radio schon wieder ist. Wo steht es? Da drin steht es. Und ich werde es jetzt ausmachen. Das war garantiert kommerzielle Musik. Oh, Entschuldigung. Okay. Todesbrille. Schauen wir noch schnell, was hier ist. Außer Strahlung. Terpentin. Nichts weiter. Wir haben gerade nicht das Zeug für eine weitere, für einen weiteren Todeskrallenhandschuh, oder? Mann. Haben wir nicht. Hätte mich auch gewundert. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt. Ab hier geht's nicht weiter. Mal kurz gucken. Das ist keine Bombe. Softtunnel. Okay, dann holen wir die anderen. Was gibt's? Weiter geht's, mir nach. Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Der Weg sollte sicher sein.
Solange nicht wieder jemand meint, zu den Leuten von der Enklave zu laufen, ist alles gut. Na gut. Dann. Was gibt's? Warten Sie hier, ich schaue mich mal um. Sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher. Ich bin sogar sehr sicher. Und hoffe, dass die anderen gleich mal nachkommen werden. Ja. Dem werden wir noch früh genug gegenübertreten. Da bin ich mir verhältnismäßig sicher. Okay. Ein regelrechter Präsentierteller, wie? Und keinerlei Möglichkeit, das zu umgehen. Eine schöne Situation. Fast schon. Na, Hauptsache, die anderen kriegen nichts ab. Ich habe so das Gefühl, das Spiel hat verschiedene Enden. Und je nachdem. Ob wahrscheinlich primär Dr. Lee die ganze Sache hier lebend übersteht oder nicht, wird die ganze Sache anders enden. Ihr habt mich nicht gesehen. So, komm, 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 komm. Ja, nur auf Vorsicht. Nichts weiter. Seien wir mal ehrlich, in den Spinden kann nichts mehr so Interessantes sein. Ich würde die Soldaten alle fertig machen, wenn sie nur nicht alle außer Reichweite wären. Auf der anderen Seite, das sind ganz schöne Waschlappen, wenn die von Ghoulen erledigt wurden. Ich meine, die Panzerung von denen sind derartig dick. Da kann doch ein Ghoul gar nicht durchhauen. Ich? Hier lag wohl irgendwo noch eine Leiche. Vielleicht finde ich ja den nächsten Krankenzimmer und krieg doch noch das ganze Zeug für. Ach ne, ich habe ja gar keine Todeskrallen, Klauen mehr. Achso, den habe ich gefunden. Okay. Ja, okay. Die Leute hier durchzubringen wird schwierig. Ich müsste halt die beiden Soldaten der Enklave irgendwie erledigen. Also den kam ich nicht hoch bisher. Irgendein Weg wird aber hinführen. Dann habe ich die beiden um. Naja gut, wenn kein Weg hinführen sollte, ich habe immer noch meine Fernkampfwaffe. Dann muss ich sie halt über den Haufen schießen. Ein Schussduell mit so gut gepanzerten Leuten mit Energiewaffen ist zwar ein bisschen riskant, aber naja, ne? Was soll man machen? Da kann man herzlich wenig machen. Ich habe so langsam das Gefühl, dass es darauf hinauslaufen wird. Mhm. Ah, nee, nee, wir haben hier wieder zwei. Dann
kommen wir vielleicht demnächst mal. Ich würde gern bei den anderen beiden rauskommen. Weil wenn meine Truppe wieder dazu neigt, mir hinterher zu laufen, krepieren die alle da unten. Und was auch immer dieses Konstrukt hier sein soll. Aber naja. Da war jemanden langweilig. Hoffentlich warten die alle unten bei der Tür. Das ist unwahrscheinlich, aber man darf ja hoffen. Man darf ja hoffen. Na komm, hau ihn weg. Oder dreht ihn weg, mir auch wurscht. Wen haben wir denn hier? Ach so, da sind die anderen. Ach, sag bloß, okay, Leute von der Bruderschaft, das heißt, hier haben wir es geschafft. Dann wollen wir nochmal schauen, ob wir unseren Weg bis zu den beiden Soldaten noch durchschlagen können. Wenn wir dann mal diese Tür aufkommen, danke. So, na komm. Einfach schnell die beiden Soldaten von hinten überraschen. Ja, ich glaube. Oder auch nicht. Ich hatte gehofft, wir hätten sie gefunden. Aber vielleicht haben wir jetzt einen Gang gefunden zu ihnen. So oder so. Diese Soldaten müssen weg. Ja. Absolut realistisch. Mal wieder eine Waffe dabei, die er nicht benutzen konnte. Wo führt dieser Gang hin? Na, auf jeden Fall noch zu einem leuchtenden. Yay. Ah, und zu einem Tresor. Nee, dann habe ich entweder einen Weg übersehen oder... Ja, ich muss irgendeinen Weg übersehen haben. Irgendwie muss man zu diesen beiden Soldaten hinkommen. Und wenn nicht, dann gibt es eine Notlösung. Diese Notlösung lautet, auf keinen Fall die anderen sterben zu lassen. Außer natürlich, sie sind jetzt alle in ihr Verderben gelaufen, weil die KI einfach aus Prinzip nicht drauf hören kann, wenn man ihr sagt, bleib da. Von hier ist auch kein weiterer Gang, ne? Nee. Nur eine ziemlich stark gestützte Decke. Okay, von hier aus war auch kein weiterer Gang. Nein. Nee. Führt kein Weg dran vorbei, schätze ich. Da geht auch kein Weg hoch. Nö. Dann würde ich sagen...
Tja. Der Punkt ist, er kann von da oben nicht weg. Weil ich da nicht hin kann. Darum kann er auch nicht hierher. Okay, jetzt funktioniert das wieder fürs Nachladen. Habe ich ihn erledigt? Ich würde gern nachschauen, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse meine Waffe mal. Nein, ich nehme nichts mehr wahr. Nur Dr. Lee. Okay, na dann. Was gibt's? Weiter geht's, mir nach. Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Was ist mit dem Rest passiert? Sag jetzt nicht, dass nur noch sie übrig ist. Wo ist der Rest geblieben? Hat er sich nicht mitteleportiert? So, wehe. Wehe. Okay. Okay. Okay, alles gut. Okay, so also langsam kann ich auch Fisto wieder nehmen. Passt noch alles? Okay. Ich weiß nicht, was mit den anderen passiert ist, aber sie haben wir jetzt auf jeden Fall in Sicherheit gebracht. Was? Von wo? Nein, 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 nein! Bleib da! Warum Kai? Natürlich musste jetzt noch unbedingt eine Horde Ghule anrauschen und... Wieso läuft die in die Ghule rein? Warum? Wenn sie fliehen will, dann soll sie doch nicht direkt zu den Gegnern hinlaufen. Um Gottes Willen. Okay. Ah, ich weiß, wo wir rauskommen. Diesen Schacht haben wir schon mal gefunden. Hm. So. Wir werden wieder an der Oberfläche. Und sie geht aufrecht, obwohl wir eigentlich schleichen. Aber gut. Na, wir sind bei der Zitadelle. Möglicherweise dürfen wir jetzt endlich hinein. Wir werden sehen. Die Situation hat sich jedenfalls noch nicht beruhigt. Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute bei mir, die Schutz und Unterkunft brauchen. Wir benötigen dringend Zutritt. Es tut mir leid, für unbefugte Zivilisten besteht kein Zutritt zur Zitadelle. Bitte verlassen Sie sofort die Anlage. Lyons, ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich weiß, Sie können mich hören. Öffnen Sie diese gottverdammte Tür, sofort! Ach, so war das Passwort. Ui. Was ein massiver Haufen Schrott. Hm. Aber endlich dürfen wir auch hier heran. Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Ja. Geh voran, ich folge.
Was? Okay. Jetzt bin ich gespannt. Seien Sie gegrüßt. Madison, ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Seien Sie doch nicht überheblich, Lyons. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Wir brauchen Hilfe. Projekt Purity wurde überfallen. Ich habe die Berichte über den Zwischenfall dort gehört. Gibt es irgendwelche genaueren Informationen? Die Enklave. Sie haben das Projekt Purity angegriffen. James ist tot. Und vielleicht noch andere. Ich weiß es nicht. Es muss etwas geschehen. Dann ist es so, wie wir befürchtet haben, Madison. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich wünschte, wir hätten etwas dagegen tun können. Es ist noch nicht zu spät. Sie haben den Aufbereiter in Ihren Händen. Lyons, wir dürfen nicht die Kontrolle darüber verlieren. Immer mit der Ruhe. Wir wissen doch alle, dass der Aufbereiter nicht funktioniert. Für die ist er wertlos. Vielleicht sollten wir es lassen. Das ist nicht wahr. James, er hat herausgefunden, was gefehlt hat. Wir wissen, wie wir das Ding zum Laufen bringen. Ist das wirklich wahr? Weiß das die Enklave auch? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, was vor sich geht. Alles klar, Madison. Das kriegen wir schon. Das ist James' Tochter, nehme ich an. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Ja, und sie weiß, was wir brauchen. Vault-Tec-Computer. Etwas, um Ausrüstung zu finden. Sie braucht Unterstützung. Nun gut, wir werden eine Lösung finden. Seien Sie gegrüßt. Ich muss mich ausruhen. Kurz hinlegen oder irgendwas. Das ist einfach zu viel. Rothschild sollte Ihnen helfen. Aber bedenken Sie, er gehört zur Bruderschaft. Ich habe denen nie vertraut. Passen Sie auf, was Sie denen erzählen. Okay. Vater, kann ich mal mit dir reden? Ja, meine Tochter. Was ist? Vater, ich weiß, dass du über das Schicksal der Ausgestoßenen nicht diskutieren willst. Aber manche Leute sagen... Du bist eine Wächterin, aber auch meine Tochter. Ich setze dein Leben nicht gegen Feinde aufs Spiel, die wir kaum kennen. Tut mir leid. Nein. Ja, Vater. Ich verstehe. Ich entschuldige mich. Interessanter Dialog. Ich nehme an. Ach nein. Wer ist denn Rothschild? Hört euch das an. Okay. Tja, hier wird fleißig ausgebildet. Folgen wir einfach mal. Nein. Seien Sie gegrüßt. Hallo. Da lang. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Hallo. Lassen Sie mich zuallererst sagen, wie leid es mir tut. Ich habe Ihren Vater kennengelernt, vor vielen Jahren. Die Welt hat einen ihrer letzten Visionäre verloren. Danke für das Verständnis. Gern geschehen. Nun ja, Dr. Lee hat mich über Ihre missliche Lage aufgeklärt. Sie benötigen eine gewisse Vault-Tec-Ausrüstung. Mein Vater hat etwas namens GEEK gesucht. Haben Sie sowas? Ein GEEK? Gütiger Himmel. So etwas habe ich sicher nicht. Ich muss Ihnen sagen, dass viele Leute bezweifeln, dass es so ein Gerät überhaupt gibt. Geschweige denn, dass es funktioniert. Wenn Sie allerdings mit derselben Entschiedenheit auftreten wie Ihr Vater, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein, eines zu finden. Also kennen Sie einen möglichen von dort? Ja. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Leider aber nicht persönlich, da Dr. Lee mich dringend an anderer Stelle braucht. Ich kann Ihnen jedoch Zugriff auf einen alten Vorkriegscomputer von Vault-Tec geben. Vielleicht finden Sie darauf die benötigten Informationen. Sie finden das Terminal im Archiv im A-Ring. Danke für die Hilfe. Keine Ursache.
Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, kommen Sie wieder. Ich kann Ihnen unter Umständen helfen. Sehr zuvorkommend. Okay. Der A-Ring. Was auch immer das hier ist. Aber klar, was sollte die Zitadelle auch anderes sein als ein ebenfalls auf den Überbleibseln gebaute Festung im Prinzip. Die Dame wieder. Was soll das denn? Entschuldigung. Bin ich hier richtig? Yep, bin ich. Vault-Liste Washington und Umgebung. Oh. Oh, Moment. Dann haben wir doch alle gefunden, oder? Vault 776. Ausrüstungsangaben. Beginn der Bauarbeiten. Ende der Bauarbeiten. Nuklear. Nicht mehr. Keine. Okay. 87. Oh nein. Ja, die. Also. Gesamtlaufzeit. Nein. Ja, und ich hab's halt versucht, ne? Ja, sie haben. Es war eigentlich so klar. Verdammt nochmal. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Das freut mich zu hören. 87. Natürlich. Natürlich, die eine Vault, die wir nicht betreten konnten. Jetzt kriegen wir dann wahrscheinlich irgendwie Möglichkeit, da den Strom anzudrehen, können wir einfach von der anderen Seite rein. Menno. So was Blödes. Ja gut, aber die Folgenzeit ist mal wieder überschritten und jetzt sehe ich gerade, wie das ganze Gebäude hier aussieht. Ist es das, wofür ich es halte? Kann eigentlich nicht sein, oder? Das Pentagon? Nein. Nein, das sieht nur so aus. Naja, wie dem auch sei. An der Stelle würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei Fallout 3. Ich bin Exi. Bis dann, Leute. Ciao.